Schockdiagnose für Leroy Sané und den FC Bayern. Der Wunschspieler der Münchner hat sich das Kreuzband angerissen, muss operiert werden und fällt wohl 6 Monate aus. Der Königstransfer droht zu platzen. Die Bayern-Fans sind trotzdem heiß auf Sané. Ich würde ihn trotzdem holen, weil der FC Bayern braucht einen Top-Transfer. Kreuzbandriss ist ja heutzutage kein Kriterium, dass da die Karriere vorbei ist. Wir brauchen den, wenn wir die Champions League gewinnen wollen. Ich würde ihn trotzdem nehmen, weil die Jungs im Hintergrund, die haben so viel Spaß miteinander, wenn es Serge Gnabry und Kimmich und Sané dann zusammen sind auf einer Nationalmannschaftstour. Das macht einfach Spaß und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Freundschaft und gute Laune im Hintergrund hin oder her. Eigentlich sucht der FC Bayern dringend Spieler, die zurzeit die Mannschaft verstärken und nicht erst im halben Jahr nach der Winterpause eigentlich. Normalerweise kann man Sané verpflichten, man muss aber dann noch Alternativen suchen, die einem jetzt weiterhelfen. Und genau die werden langsam rar auf dem Transfermarkt. Schnelles Handeln ist gefragt. Die Bayern haben sich voll auf Sané konzentriert und stecken jetzt in der Zwickmühle. Da ist man vielleicht ein bisschen spät dran gewesen. Es gibt viele, die gut weggekauft worden sind, wie der Brandt. Im Moment ist der Coutinho noch mit im Gespräch. Sancho von Dortmund wäre gut, aber den werden die nicht gehen lassen. Sicherlich hilft ein Gareth Bale einer Mannschaft immer weiter auf dem Niveau, wo er zurzeit spielt. Ob das jetzt bei Bale Sinn machen würde, ich glaube, der FC Bayern ist kein Verein, der sich Spieler leiht. Der FC Bayern ist ein Verein, der kauft Spieler. Von dem her, glaube ich, würde der Leih jetzt nicht so viel Sinn machen. Gareth Bale hat meiner Meinung nach in der letzten Zeit nicht so oft gespielt beim Real Madrid. Und deswegen würde ich ihn auch nur als Ergänzungsspieler sehen. Er liebt das Drumherum da in Madrid und ich glaube nicht, dass er weggeht da. Der wird kämpfen. Bale, Coutinho oder wer auch immer auf der Liste der Bayern steht. Sportdirektor Hasan Salihamidžić steht mehr denn je unter Druck und muss schnell liefern.